Und schon wieder zurück bei Drakensang, das Auge der Göttin. Wir kommen gerade aus der Spinnenhöhle, haben Meister Rakorium befreit. Ich will immer sagen Magister, aber er ist ja gar kein Magister, oder? Bin mir gar nicht sicher. Er war nie an einer Universität. Hat sich das alles selber beigebracht? Nein. So viel kenne ich von seinem Hintergrund tatsächlich nicht, aber... naja, sei es drum. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zurück zu Bauer Ebergrütz. Was heißt zurück zu Bauer Ebergrütz? Zum ersten Mal, wieder nach langer Zeit, auf dem Weg zu Bauer Ebergrütz, denn der gute Mann hat anscheinend auch Probleme und wir müssen hier zum Rattelshof. Da. Und schon sind wir da. Ich liebe dieses Schnellreisesystem. Ich liebe es einfach. Das war einer meiner Hauptkritikpunkte an Drakensang 1, dass man ständig stundenlang auf den Karten hin und her laufen musste. Ja, und hier hat sich ein bisschen was getan. So wirklich aufgebaut ist hier noch nichts, oder? Also, naja gut, das Haus wurde verschont oder wurde es wieder aufgebaut. Hier ist eine Ruine. Und das sind die Rattelshof-Bauern. Da steht auch schon Jäger Rombacher, dem wir sagen können, dass wir das Päckchen auch überbracht haben. Da seid ihr ja endlich. Ich habe schon auf euch gewartet. Tja, wie immer. Hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer auf mich zu warten, oder was? Habt ihr schon herausfinden können, was es mit den Spuren auf sich hat? Ja, das habe ich. Stellt euch nur vor, die Spuren stammen von einigen Trollen, die sich im Wald niedergelassen haben. Boah, Talon wird aber wirklich auch von nichts verschont. Drachen, Oger, Goblins, Trolle, Nekromanten. Hier möchte man nicht wohnen, ehrlich. Habt ihr sie denn gesehen? Ja, aber nur aus der Ferne. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass ich mich nicht näher an sie herangetraut habe. Absolut, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ja doch, so riesige Gestalten wirken ja immer etwas bedrohlich. Was höre ich da? Etwas bedrohlich? Diese Trolle sind eine Gefahr für meine Knechte und mein Vieh. Ja, ich kümmere mich ja drum. Darauf läuft es doch sowieso hin. Darauf läuft es doch sowieso hinaus. Aber nicht doch. Die Trolle sind bestimmt ganz harmlos. Moment, harmlos? Da können wir leider nicht sicher sein. Was, wenn ihr euch irrt? Das ist in der Geschichte dieses Spiels noch nie vorgekommen. Und selbst wenn... Allein ihre Anwesenheit hier in der Nähe dürfte für ziemliche Aufregung sorgen. Oh, das ist ja auch eine Form von... Ich meine, der Apfelhain ist ja jetzt weg. Habt ihr eine Trollausstellung? Würdet ihr vielleicht so freundlich sein und mit den Trollen reden? Womöglich gelingt es euch auch, sie zu überreden, weiterzuziehen. Oh, ich bin zwar immer noch der Ansicht, dass ihr maßlos übertreibt, aber ich kann mich der Angelegenheit gerne mal annehmen. Wo finde ich denn die Trolle? Sie sind in einem eher abgelegenen Tal des Waldes. Ich markiere euch die Stelle auf eurer Karte. Dankeschön. Ich komme wieder, wenn ich Näheres über die Trolle herausgefunden habe. Naja, wo ist denn der abgelegene... Ach, da hinten. Ah, da kann ich auch noch zu Fuß hinlaufen. So, aber wir reden erstmal mit Bauer Ebergrütz. Wir reden nicht mit Bauer Ebergrütz. Okay, anscheinend müssen wir erst zu den Trollen gehen. Troll? Ach, der Bickelbrecht ist jetzt... Oh, ich kann hier nicht runter. Der Bickelbrecht ist jetzt auch da. Das heißt, wenn wir zurück in Talon sind... Können wir dann mit ihm reden? Das ist ja unsere eigentliche Aufgabe. Wir sind immer noch auf der Suche nach Vito Niceback. Stattdessen retten wir hier mal wieder die Welt. Och Mensch. Dass die aber auch so Probleme mit so kleinen Abhängen haben, als könnte man da nicht runterspringen. Jetzt mal ganz im Ernst. Und sind die Trolle eventuell genau da, wo letztes Mal die Goblins waren? Diese Schweine sehen so unfassbar lecker aus. So. Ach ja, es ist... Ich habe meine Vorbereitungen zwar wieder gezaubert, aber diesmal waren sie völlig nutzlos. Aber trotzdem, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich das vor jeder Folge mindestens einmal mache. Einmal alle komplett... aufzaubern und heilen. Ich habe zumindest den Stinkstank bin ich wieder losgeworden. Das ich frage mich immer noch, wie konnte Gladys es schaffen, und komme ich jetzt hier hoch oder nicht, wie konnte Gladys es schaffen, vor der Tür stehen zu bleiben? Ich bin mir fast sicher, dass wir sie da oben oder dass sie da oben hängen geblieben ist. Ach guck mal, da sind sie. Oh, ich bin falsch gelaufen. Nein! Hier einfach runterrutschen jetzt. Pfui. Schade. Es hätte funktionieren können. Ich bin mir fast sicher, dass sie da oben einfach gegen die Tür gelaufen ist und da nicht mitgekommen ist. Und dann stand sie da und die Tür war zu.
Die erinnern mich irgendwie an gewisse drei Gestalten, die wir in Am Fluss der Zeit getroffen haben. Oh, da ist Wimmelkrieger. Was Wimmelkrieger wohl wollen? Oh, müssen. Wimmelkrieger will bestimmt Barthaare von Troll haben. Wie, was? Nein, nein, ich möchte keine Barthaare von euch haben. Ich möchte nur wissen, was ihr hier wollt. Das hier schön Gegend. Wir hier leb jetzt. Warum immer stell dumm frag? Ihr wollt euch hier niederlassen? Aber hier leben doch überall Menschen. Das nicht schlimm. Wimmelkrieger nicht stört, Troll. Aber ich fürchte, ihr stört die Menschen. Und wenn frech wird, dann kriegt Bums mit Keule. Ich befürchte, das würde euch noch mehr Ärger einbringen. Wollt ihr nicht vielleicht doch woanders hinziehen? Nein, nein. Troll hier gefällt. Jawohl, wir hier bleiben. Aber vielleicht könnte ich euch ein anderes schönes Plätzchen suchen. Eines, wo keine Menschen in der Nähe leben. Vielleicht. Manchmal Wimmelkrieger geht Troll sehr auf Nerven. Wohl wahr. Aber du uns bring auch Süßes. Sonst will ich hier bleiben. Was Süßes? Das war ja wohl zu erwarten. Was darf es denn sein? Du uns bring Zuckerstangen. Die viel lecker. Und Zunge von Fliegtier? Das noch mehr lecker. Zunge von Fliegtier? Ihr meint wohl Koschammernzungen? Ich denke, die und die Zuckerstangen kann ich euch besorgen. Ich komme dann wieder, wenn ich die Sachen habe. Halt, das noch nicht genug. Du uns noch bring Ding, mit dem kann fang Maus. Ding, mit dem kann fang Maus, das ist eine Mausefalle. Mausefallen wollt ihr auch noch haben? Ja gut, das dürfte auch kein Problem sein. Und kleine Püppchen aus Eisen. Die so niedlich wie Wimmelkrieger. Dann aber nicht vergessen, kleine bunte rollende Steine. Damit Püppchen kann umwerfen. Ja, ja, das schöne Spiel. Also auch noch Zinnfiguren und Murmeln. Einverstanden, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Boah, habe ich die Option, sie einfach umzubringen? Also das kommt mir gerade in den Sinn. Das würde uns wahrscheinlich einen langen Laufweg ersparen. Warte mal. Zuckerstangen, sollte eigentlich auch 10 Stück. Vielleicht finde ich ja einen Händler, der sie verkauft. 10 Zuckerstangen. Koschammernzungen. Emmeran Störrebrandreden, der kann mir helfen, ja. Mausefallen, 10 Stück. 10 Stück! Zinnfiguren. Sollte nicht schwer sein, wenn du sicher ist mit 9 Figuren. Murmeln. Ein Dutzend Murmeln für die Trolle sollten eigentlich ausreichen. Ja, ich mach das mal nicht jetzt. Ich werde das mal zwischen den Folgen sammeln, die ganzen Sachen. Ich weiß, Zinnfiguren hatten wir auch ein paar gefunden, aber die habe ich natürlich immer fleißig verkauft. Weil ich doch nicht wusste, dass man mit denen noch was machen kann oder machen muss. Naja, jetzt. Naja. Wir wissen zumindest, was wir sammeln müssen für den Danko. Für unseren Händler müssen wir auch noch ein paar Sachen sammeln. Ich gewöhne mich langsam an das Sammelgeschäft, an das Sammel-, Besorgen- und Pakete überbringen Geschäft. Eigentlich eine sehr niedere Aufgabe für einen Helden, aber es ist ja auch nur eine Nebenquest. Also wenn ich das richtig verstehe, weil die Hauptquest führt uns ja eigentlich zu Bekelbrecht. Und das ist halt eine von den Nebenquests, die wir hier in der Umgebung finden können. Genauso wie eben das mit Danko und seinem komischen Stand da. So, kann ich denn wenigstens Bescheid sagen, dass sie mit mir geredet haben und irgendwelche Sachen haben wollen? Die können doch hier, er hat doch den ganzen Tag Zeit. Warum kann er nicht mal losziehen und... naja. Und? Habt ihr mit den Trollen gesprochen? Ja, das habe ich. Sie sind dazu bereit, weiterzuziehen, wenn ich ihnen ein paar Dinge beschaffe. Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Ach, auf einmal hat der gute Herr nichts mehr damit zu tun. Ich sag euch Bescheid, wenn die Trolle fort sind. Es ging hier darum, dass sie sich nicht getraut haben, gegen die Trolle zu kämpfen. Aber sie müssten doch dazu in der Lage sein, wenn ich ihnen eine Liste gebe, diese Dinge zu besorgen. Statt jetzt einfach zu sagen, oh, diese Trolle sind da, die stören uns so sehr. Mach bitte irgendetwas, die sind gefährlich.
Ich gehe hin und komme zurück mit der Antwort. Leute, die wollen nur ein paar Sachen haben. Ja, dann viel Erfolg beim Besorgen der Sachen. Habe ich nichts mit zu tun. Wisst ihr was? Ich kann nämlich auch einfach ganz normal nach Ferdok zurückgehen. Und dann ist das euer Trollproblem da hinten. Ist doch nicht mein Problem. Also jetzt mal ganz im Ernst, beim besten Willen. Zwei Sätze, die ich ganz gerne mal in solchen Situationen auspacke. Jetzt aber mal ganz im Ernst, beim besten Willen. So, zurück in Talon, Osttor. Moment, hier war das ja irgendwo, ne? Gucken wir mal, ob der gute Herr mittlerweile wieder angekommen ist. Ach, guck mal, wer da steht. Der Bekelbrecht. Unser eigentliches Ziel. Fex mit euch. Was darf's denn diesmal sein? Eine Auskunft wäre schön. Mal sehen, ob ich euch helfen kann. Wir suchen Vito Niceback. Könnt ihr uns etwas über seinen Verbleib sagen? Wer hat euch denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Was soll ich mit den edlen Handelsherren zu schaffen haben? Anscheinend kennt er ihn ja zumindest schon mal. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Nun gebt es doch schon zu. Gar nichts gebe ich zu. Und nun tätet ihr gut daran zu verschwinden. Bestechen? Einschüchtern? Komm, wir versuchen es mit überreden. Hört zu. Vito Niceback ist ein gesuchter Verbrecher. Wenn ihr etwas mit ihm zu schaffen habt, wird das nicht gut für euch ausgehen. Da könntet ihr allerdings recht haben. Ich weiß zwar nicht viel, aber das könnt ihr gerne wissen. Na dann lass mal hören. Vito Niceback war kurz hier. Er war auf der Suche nach Torben Meldheuer und wollte von mir wissen, wo er sich gerade aufhält. Und, wusstet ihr es? Ich habe ihm gesagt, dass Torben Meldheuer meines Wissens zum Gutshof Dunkelforst in den Blutbergen gereist ist, um dort einen Verwandten zu besuchen. Ich denke, dass Vito Niceback ebenfalls dorthin ist. Na also, das war doch gar nicht so schwer, oder? Dann werde ich mal sehen, ob ich ihn dort finde. Jagd auf Vito Niceback wurde aktualisiert. Das hier mache ich mal gerade zu. Kristalle und Erz, da müssen wir nach Murolosch reisen, ne? Ja. Wir müssen zu jeder Karte wahrscheinlich nochmal hin auf der Suche nach Vito Niceback. Und werden auf jeder Karte tonnenweise Nebenquests finden. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Wir haben jetzt hier die Informationen erhalten, die wir haben wollten. Jetzt bin ich aber neugierig. Hier. Jetzt bin ich aber neugierig, was es mit diesem Erz und diesen Kristallen auf sich hat, die wir in der Mine gesammelt haben und was wir daraus machen können. Und deswegen würde ich jetzt einfach gerne mal ganz kurz nach Murolosch reisen. Und im Zweifel da mal den Schmied fragen, was er daraus machen kann. Ach, ist wieder leise geworden, ne? Genau. Dann haben wir nämlich zumindest diese eine Sache schon mal abgeschlossen. Für die anderen Sachen werde ich dann zwischen den Folgen alles zusammensammeln, was ich finden kann. Das wird wahrscheinlich auch eine Heidensammelarbeit. Das sind ja nur Wölfe. Solange die mich nicht angreifen, gehe ich auch einfach an denen vorbei. Ach, da hinten sind Oger. Wo laufen die denn jetzt hin? Huch! Hallo Wölfe. Was, die geben 3 Erfahrungspunkte, die Wölfe? Ernsthaft? Das sind dann aber keine normalen Wölfe, oder? Die haben auch so komische Schwänzchen hier mit Stacheln dran. Na gut, die Fellfetzen brauche ich jetzt nicht, aber... Und die Orge da hinten kämpfen auch gegen Wölfe. Aber warum? Was haben die Wölfe denen denn getan? Oder umgekehrt? Lasst meine Erfahrungspunkte in Ruhe! Und wie viele das auch sind. Das ist nicht die normale Reisekarte, die wir hier vor uns haben, sondern das ist eine spezielle Reisekarte. Guck mal, die Oger geben keine Erfahrung, oder?
Das war jetzt der Wolf, der gestorben ist, der uns 3 Erfahrungspunkte gegeben hat. Ich mach das schon. Meine Rache. Das sind ganz kuriose Wölfe hier. Aber ist das... Ja, wobei, das müsste eigentlich... Doch, 7 Erfahrungspunkte da, Tatsache. Vom Oger. Das ist auch neu. Also nicht neu, aber... Die sollten eigentlich keine... Oh nein, der hat keine gegeben, weil der wahrscheinlich vom Wolf schon so malträtiert wurde. Wobei, der war ja auch schon halb tot. Oder waren das 2 kleine, also in Anführungszeichen kleine Oger? Und der große nur hat Erfahrungspunkte gegeben. Das könnte natürlich auch sein. Die ganzen Fellfetzen brauche ich nicht wirklich. Wo geht's denn hier raus? Ich glaube, da unten lang, oder? Hier lang? Ja, die Karte an sich kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Aber die Gegner waren halt ganz andere. Und zurück in Murolosch. Ja, wir sind vor nicht allzu langer Zeit von hier aufgebrochen, ne? Es ist noch nicht so lange her. Gibt's denn hier auch mittlerweile? Nein, leider nicht. Da gibt es keine Schnellreisepunkte, aber da unten ist ja auch schon der Schmied. Und nur zu dem müssen wir ja auch, um ihm mal ein paar Kristalle und Erze zu zeigen. Bin mal gespannt. Ich habe ja gelesen, dass es auch hier relativ viele neue Waffen, also das ist viele, aber dass es neue Waffen geben soll und neue Ausrüstungsgegenstände. Ein paar neue Items haben wir ja schon gesehen. Angrosch zum Großen. Das Schmied ist die höchste Kunst, die der göttliche Weltenbaumeister uns lehrte. Ihr wollt sicher ein wenig von dieser Gabe lernen. Auswahl, Bauanleitungen. Wieso? Kettenhelm, Schmiedeschürze, Kettenbeinlinge. Ja, das ist die übliche Auswahl, die er schon immer hatte. Hat er irgendwas an Rezepten oder so dabei, die ich jetzt neu lernen kann? Drachentöter, Hammer, Schneidezahn. Nehme ich mal beides mit. Ansonsten hat er nur den Schmuh, den ich ihm verkauft habe. Aber das ist doch Kulurax. Angrosch zum Großen. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder muss ich da jetzt irgendwas noch Besonderes machen? Ich habe das dabei. Hier ist das Kristall, hier ist der Erz. Der Erz. Der Kristall und der Erz. Und mit dem Zeugbart reden bringt ja nichts, oder? Nichts, danke. Und mit ihm reden? Angrosch zum Großen. Das Schmieden ist die höchste Kunst, die der göttliche Weltenbaumeister... Ja, also anscheinend... Oder muss ich ihm die Sachen verkaufen? Aber warte mal. Ich meine, hier, er hat 7 Heller. Und die Kristalle 6 Heller. Also ein Heller pro Stück. Das kann nicht sein, dass ich das verkaufen muss. Das ist absurd. Aber er hat auch keine... Jetzt geht leider genauso wie bei der Schankmaid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an der Mod liegt, weil die Mod, die hat einwandfrei bei allen funktioniert, bei denen ich es gesehen hatte. Ja, vielleicht habe ich irgendwie einen Patch falsch draufgezogen oder sonst irgendwas, oder irgendwas ist bei meiner Installation schief gelaufen. Aber bei der Schankmaid und bei ihm... Angrosch zum Gruß. ...habe ich keine Optionen, irgendwas zu machen. Das werde ich dann wohl auch mal zwischen den Folgen recherchieren müssen. Sowas kann immer mal passieren. Und ich muss... darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit an mir oder meiner Version von Drakensang liegt und nicht an der Mod. Weil die Mod wird einwandfrei funktionieren und ich hoffe, der ein oder andere von euch hat sie mittlerweile auch schon mal installiert und ausprobiert. Bin gespannt auf eure Erfahrungsberichte, vor allen Dingen was die Schankmaid betrifft und die
Blutberge da. Was die Schankmaid betrifft und was die, was diesen Zwerg jetzt hier betrifft mit seinen Erzen, ob das, ich würde aber gerne ausweichen, so, ob das tatsächlich so ist oder ob das bei euch auch vorgekommen ist oder ob das jetzt wirklich nur an mir liegt, weil, ja, ich glaube eher, dass das tatsächlich an meiner Installation von Drakensang liegt. Dass da irgendwas schiefgelaufen ist, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. So, Spiel wieder laut gemacht. Jetzt, wir widmen uns erstmal, also ich versuche das zu klären hier, auch das mit dem Schweinehirt und die Sachen für alles andere hier, die Trollwünsche und für den Händler, auch hier mit Ebergrütz. Ach so, das war mit den, ach so, ja, nee, da ist alles gut. Trollwünsche und Danko mache ich dann eben zwischen den Folgen, da sammle ich die Sachen mal ein. Das müssen wir ja nicht unbedingt in der Folge machen. Jetzt aber, Vito Niceback, Reise in die Blutberge. Ich bin in den Blutbergen. Ich frage mich nur, wahrscheinlich eher an den Dörfchen, oder? Darf ich überhaupt zum Bannstrahler-Stützpunkt oder werde ich da direkt niedergepoltert? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ist denn unsere Freundin noch hier, die Hexe? Die Schweine sind da und bewegen sich seltsam synchron. Das muss Hexerei sein. So, Hexentanzplatz, Ruine, nordwestlicher Wald, ehemaliges Prajotenlager. Oh, guck mal, sie haben es aber auch leer geräumt. Keine Prajoten mehr da. Aber bestimmt noch ein bisschen was zum Plündern hier drin, oder? Diese Truhe habe ich, glaube ich, leer gemacht. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, ich habe hier drin noch alles geplündert, bis auf diese Kiste hier und da hinten zwei Fässer. Aber ansonsten ist hier mit Sicherheit auch nicht viel drin, was irgendwie... Komm, Holzkeule kannst du meinetwegen behalten. Und direkt diese fiese Musik. Und wie sie hier schon einen Scheiterhaufen mitgebracht haben. Diese Prajoten! So, ich möchte zum Gutshof. Denn ich glaube, hier unten werden wir noch die besten Informationen bekommen. Was ist hier los? Da ist auch Salina. Was ist denn? Es ist immer eine Freude, dich wiederzusehen. Das geht mir genauso. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Salina. Wie kommt es, dass du hier bist? Der Fokker Tamlok und mich anlässlich des Travia-Bundes seiner Tochter Firiane eingeladen, um die Gäste mit unserer Kunst zu unterhalten. Manchmal muss man eben auch in abgelegene Gegenden reisen, um sein Geld zu verdienen. Tamlok, du alter Miesepeter. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Nicht, wenn man mit einem Publikum aus Hinterwäldlern zufrieden ist. Und was hat dich hierher verschlagen? Ich bin im Auftrag der Vogtin Dariana unterwegs. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, bis später. Aha, Hochzeit. Da kommen wir ja genau richtig, der Bursche Danus und Firniane. Ach, ihr seid es. Seid gegrüßt, Danus. Ich habe von eurer Schließung des Travia-Bundes gehört und wollte euch meine Glückwünsche überbringen. Also, ist eigentlich... eiskalt gelogen, aber... Das ist sehr freundlich von euch. Hab Dank. Möge Travia euren Bund segnen. Und alle Leute hier, wir können... Die Götter zum Gruße! Ah, da ist er ja. Die Götter zum Gruße, mein Name ist Fexlin. Seid ihr Torbenmehlteuer? Ja, der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Ihr wurdet verraten. Von Bekelbrecht in Talon. Er hat uns auch gesagt, wo wir euch finden können. Bekelbrecht... Ich kenne keinen Bekelbrecht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ja, wahrscheinlich hat er einen Tarnnamen benutzt, als er mit dir geredet hat. Aber dann kennt ihr bestimmt Vito Niceback. Vito Niceback ist meines Wissens der Neffe von Ulvine Niceback, der Inhaberin des bekannten Handelshauses in Ferdok. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne. Entschuldigt bitte, dass ich mich einmische, aber dieser Mann lügt. Ich habe ihn auf dem Weg hierher mit Vito Niceback gesehen. Danke für die Information, Hamlock. Seid ihr sicher? Jetzt, wo der Name Vito Niceback gefallen ist, ja. Vorher wusste ich nur, dass ich den Mann schon einmal gesehen hatte, konnte ihm aber keinen Namen zuordnen. Was sagt ihr nun, Herr Milteuer? Ihr wollt doch wohl einem dahergelaufenen Gaukler nicht mehr glauben als mir. Doch. Dahergelaufener Gaukler? Ich höre wohl nicht recht. Ich werde euch gleich...
Beruhigt euch, Hamlock. Ich glaube... Ich habe beobachtet, dass die beiden hinter der Brücke standen und sich angeregt unterhalten haben. Dann ist Vito den Berg hoch zur Ruine gegangen und dieser Herr hier weiter zum Gutshof. Also versteckt er sich auf der Ruine. Nun, was habt ihr dazu zu sagen, Herr Mehlteuer? Wisst ihr, Vito Niceberg ist ein Schurke. Er hat mir gedroht, wenn ich auch nur einer Menschenseele von unserem Treffen erzähle, würde er mein Geschäft ruinieren. Was hätte ich denn tun sollen? Wir werden schon dafür sorgen, dass der saubere Vito Niceberg euch keinen Schaden zufügen kann. Ihr müsst nämlich wissen, dass er von der Ferdocker Stadtwache gesucht wird. Die Vogtin Dariana hat hier noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Jetzt bin ich aber wirklich erleichtert. So ein mächtiges Handelshaus hat doch sehr viel Einfluss. Vito Niceberg hat mir auf der Anreise aufgelauert. Er brauchte dringend Geld und suchte einen sicheren Unterschlupf. Deshalb habe ich ihn hoch zur Ruine geschickt. Nachdem die Kultisten von dort vertrieben wurden, interessiert sich kein Mensch mehr für sie. Und was ist mit den Räubern, die wir hier... Hier waren da zwei rivalisierende Räuberbanden, ne? Und die eine haben wir ja verschont, haben die andere ausgelöscht und die eine hat ja vorher in der Ruine gehaust. Sind die denn nicht zurück in die Ruine? Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Fragen über Fragen. Was ist jetzt los? Nein, der schon wieder. Sprich. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Auch wenn jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Gespräch noch dazwischen kommt, aber dann habe ich zumindest schon mal... Ich hab's versucht. Ich unterbreche die Feierlichkeit ja nur ungern. Aber leider muss ich euch die Braut entführen. Und diese andere Schönheit ebenfalls. Ich weiß, dass es üblich ist, das erst nach der Zeremonie zu machen. Aber so lange kann ich nicht warten. Das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Oh, welch angenehme Überraschung. Eine tapfere Streiterin für das Gute. Ich befürchte nur, dass ihr dazu keine Gelegenheit mehr haben werdet. Das werden wir ja sehen. Die Zauber sind nicht alle durchgegangen. Ja. Hey, Schawupp. Was? Warum? Nein, Salina! Die Braut ist mir doch egal, aber Salina... ich sehe nichts. So, jetzt. Aber er hat sie irgendwie bezaubert, dass sie freiwillig mitkommen. Aber das ist irgendein Gedankenkontrolle-Zauber. Auf zur Ruine, damit sie das Werk vollenden können. Zur Ruine, da wo Vito Niceberg eben auch unterwegs ist. Die hängen doch bestimmt in irgendeiner Art und Weise zusammen, die Damen und Herren hier. Ach, und jetzt kommt noch ein Ja, genau. Warum auch nicht? Was sind das denn? Das sind aber keine Standardskelette, oder? Auf keinen Fall. Das sind extra gemacht. Oder sahen die schon immer so aus? Und wie viele kommen von denen? Hat man da so eine ungefähre Ahnung? Für die Königin. Für Rondra. Amazone voraus. Zum Angriff. Meine Rache. Ja. Yandra Aikara. Bin auch nicht so leicht zu bekämpfen. Vor allen Dingen, ach guck mal, er. Er hat sich zum Glück verfangen dazwischen. Okay, der ist erstmal keine Gefahr, solange alle stehen bleiben, wo sie gerade stehen. Alle mal hergehört. Komm, komm. Boah, unsere beiden Schwertschwestern, das gefällt mir so gut. Wenn die einmal richtig loslegen, dann ist hier aber auch Zappenduster mit den Gegnern, also mit den meisten Gegnern. Weil die dann wirklich Schlag auf Schlag. Ja, war ein bisschen unfair mit ihm hier. Er kann sich auch jetzt noch nicht wehren, weil er in der Bewegung gefangen ist, aber... Naja, wir dürfen ja auch mal ein bisschen unfair sein gegenüber den Bossen hier und gegenüber den bösen Menschen. Was in aller Welt ist passiert?
Wo ist meine Tochter Firniane? Ja, wo ist meine Braut? Was interessiert mich Firniane? Wo ist meine Schwester? Lass mich raten, ihr alle drei habt Ansprüche darauf, dass ich mich darum kümmere, sie wieder zu beschaffen. Und wer war dieser Fremde, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist? Das war ein Österreicher. Offensichtlich hat der einäugige Fremde die beiden entführt. Ich bin ihm schon einmal in Avestreu begegnet. Er führt nichts Gutes im Schilde, so viel ist sicher. Mehr kann ich euch aber nicht über ihn sagen. Es muss sofort etwas unternommen werden. Finian und Salina müssen aus seinen Fängen befreit werden. Umgehend. Das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, er benutzt die Ruine für sein Vorhaben. Sie ist unbewohnt und Wagnitz und die Drachenkultisten haben sie bereits für magische Experimente benutzt. Und die Instrumente und Gerätschaften wurden zurückgelassen. Dann muss ich sofort dorthin. Nein, du nicht. Überlass das besser mir. Ich muss ohnehin Nachforschungen in der Ruine anstellen. Ich werde euch auf jeden Fall über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Danke, dass ihr euch der Sache annehmt. Bringt mir Firniane heil zurück. Aber gerne doch. Und Salina auch. Ja, Salina sowieso. Die begleitet uns ja schon seit Beginn an. Guck mal, das hier ist ja wenigstens einer, der taugt mir. Ne? Das ist einer, der mir gefällt. Der sagt, wo ist das Problem? Sie ist da entführt worden, dann muss ich da hin. Und da bin ich natürlich sofort bereit zu sagen, nein, du musst da nicht hin. Das wird viel zu gefährlich, da gehe ich selber hin. Aber wenn da Leute stehen wie dieser Jäger und einfach sagt, ja, scheint ein bisschen komplizierter geworden zu sein. Ne? Viel Spaß, wenn du dich drum kümmerst. Ich mache keinen Handschlag. Da werde ich dann doch ein bisschen sauer werde ich da schon, ehrlich gesagt. Na gut. Murmeln. Naja, das muss ich ja auch noch alles zusammensammeln. Ja, super. Aber hier steht unser Bredo Bento, der sicher aus dem Sumpf zurückgekehrt ist. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Aber sicher doch. Sag mal deine Waren. So, Zuckerstangen, 10 Stück. So, dann haben wir das schon mal. Die Zinnfiguren haben wir auch schon 5. Dann haben wir noch irgendwas, was wir hier nehmen könnten. Olginsud, Einbeerensaft, Feuermoos. Nichts von Wert, außer Diamantstaub nehme ich jetzt immer mit. Guck mal, dann haben wir zumindest schon mal ein paar Sachen für die Trolle auch gekauft. Na gut, es geht voran. Und wie gesagt, wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt und das vielleicht schon selber ausprobiert habt hier, schreibt mir gerne mal, wie das mit euch bei den Questen war bezüglich Ferolax und der Schankmaid. Da wäre ich jetzt neugierig. Na gut, wir werden weitermachen, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.